Wenn du wissen willst, wie man in Minecraft ein Stronghold findet und somit auch das Endportal und wie man dafür einen Dorfbewohner nutzen kann, dann solltest du jetzt dranbleiben. Hallöchen, willkommen zurück zu Minecraft bzw. Let's Play Minecraft. Wir sind hier unten in unserem Handels... Naja, Register, es ist kein Register. In unserem Handelsraum und es hat sich ein bisschen ausgeweitet. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Wir haben jetzt mittlerweile hier Schutz 4, Haltbarkeit 3, kriegen wir hier easy für eins mehr Rakt und ein Buch. Und ja, das kennt ihr schon, aber hier gibt es auch Dia-Rüstung. Die ist mittlerweile wieder ein bisschen teurer geworden. Das heißt, wir müssen ihn dann nochmal durchschauen, dass die Preise auf jeden Fall auch unten bleiben. Aber das gleiche gilt eben auch hier für Waffen. Hier kriegen wir ein Dia-Schwert für eins mehr Rakt und für Werkzeuge. Das wollte ich nur einmal gezeigt haben, aber kommen wir einmal dazu, wie wir jetzt hier... Enderperle steht hier dran. Wir haben hier einen Geistlichen und der tradet uns jetzt für eins mehr Rakt Enderperlen. Und ich würde sagen, das machen wir. Wir haben zwar schon zwei und ich brauche Smaragde. Ich habe Smaragde und ich würde sagen, wie gesagt, das machen wir. Wir nehmen mal so ein paar mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, das ist auch das Maximum, was er uns gibt. Sehr schön. EP nehmen wir mit. Jetzt will ich jetzt auch Erfahrungsfläschchen. Mal gucken, wie viel denn so ein Erfahrungsfläschchen hier bringt. Ja, ist jetzt für uns nicht relevant. Gut, wir haben jetzt 14 Enderperlen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel, aber wir nehmen lieber ein bisschen mehr oder ein bisschen zu viel als zu wenig mit, wenn wir heute das Portal finden wollen. Und ich habe auch schon eine komplette Dia-Rüstung mir gekauft und ich habe die auch bearbeitet. Und überall ist jetzt Schutz 4 drauf, Haltbarkeit 3 und überall ist vor allem auch Reparatur drauf. Das heißt, das Ding kann eigentlich nicht mehr kaputt gehen. Auf den Schuhen zusätzlich Federfall 4, das heißt, wir können aus größeren Höhen springen und wir sterben nicht. So hilft uns auf jeden Fall schon mal der Geistliche weiter mit den Enderperlen. Das heißt, wir müssen sie nicht farmen, auch wenn wir mit dem Schwert mit Looting 3 das sowieso leichter haben. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir brauchen das Enderauge. Dafür müssen wir Lohnstaub herstellen. Ist Lohnstaub? Yes, macht ihr aus Lohnrouten. Wie wir die kriegen, habe ich euch gezeigt in einem Video, verlinke ich euch oben. Sehr empfehlenswert, war eine sehr witzige Folge mit Iggy zusammen. So, jetzt können wir es zusammen reinlegen und kriegen da eben das Enderauge raus. Wir nehmen mal 14 Stück mit. Wir bräuchten sowieso maximal 12, weil wir in ein Enderportal später die Perlen reinstecken müssen, oder die Augen eher gesagt. Und da sind 12 Slots und eigentlich sind so einer bis drei auf jeden Fall besetzt. Das Ding ist, die Enderaugen schmeißen wir gleich und dann kann es passieren, dass die kaputt gehen, deswegen nehme ich lieber eine zu viel mit als eine zu wenig. Nicht, dass wir da später stehen wie heim blöd und nicht wegkommen. Ich nehme auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kohle mit und vielleicht ein Bett würde Sinn machen. Damit wir nämlich eins in den Stronghold stellen können, falls wir sterben sollten im Ende. Das könnte ja durchaus passieren. Und ich würde sagen, wir klauen uns einfach mal hier oben eins weg und nehmen das mit. Was mir noch einfällt, das wurde mir nämlich in den Kommentaren gesagt, dass es sein kann, dass sie nicht mehr handeln. Und ich war immer der Meinung, solange sie Zugriff auf diesen Tisch haben, können sie handeln. Aber er will einfach nicht mehr handeln und mir wurde auch gesagt, dass man jetzt ein Bett hinten reinstellen soll. Also er braucht Zugriff auf ein Bett. Hatte er, er will trotzdem nicht handeln. Vielleicht habe ich es zu kurz reingestellt. Könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, woran das liegen könnte, dass er nicht mehr handeln will. So, kein Plan, wo wir stehen geblieben waren. Ich musste den Rechner eben ein paar Mal neu starten. Technische Probleme. Gut, wir nehmen hier Ferdinand mit. Ferdinand ist unser Pferd. Haben wir uns gezähmt, auch mit Iggy zusammen. Und ich glaube, Markus hatte da den Namensvorschlag für gegeben. Line ist dabei, Zaunpfosten ist dabei. Dann gehen wir oben drauf, glaube ich, und hoffen, dass wir dann jetzt eben die... Ich gehe mal hier hinten lang. Wir haben schon mal einmal im Stream eine Murmel ausgetestet, also ein Enderauge. Und es ging auf jeden Fall hier in diese Richtung. Deswegen gehen wir hier hinten lang. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine geile Idee ist, mit dem Pferd tatsächlich loszugehen. Verdammt, jetzt hat's geleckt. Es hat geleckt. Okay, aber das ist doch eigentlich... Was soll das denn? Also wenn ich die jetzt schmeiße, die fällt halt genau hier runter. Jetzt geht sie weiter. Okay, wir nehmen mal den Gaul mit, weil ich den das gar nicht zähmen brauche, wenn wir den eh nicht nutzen. Also irgendwie hier in die Richtung. Aber es fliegt auch gar nicht so weit. Das heißt, wir reiten einfach mal. Ja, da ist auch schon die erste kaputt. Und ich dachte eigentlich, dass die weiterfliegen, oder nicht? Die zweite ist kaputt. Geil. Die dreht... Was soll das denn jetzt? Warum gehen jetzt drei Stück kaputt hier nacheinander? Ja, ich wollte schon sagen, Freund. Hätten wir doch noch mehr mitnehmen müssen? Gut. Ich glaube, ich schmeiße einfach nicht so häufig. Weil sonst kriegen wir langsam ein Problem. Wir reiten jetzt mal in die Richtung und gucken mal. So, jetzt mal die 1000-Dollar-Frage. Kriegt man Pferde nicht mehr ins Boot rein? Dann war das leider unsere Reise bis hier, Ferdinand. Schade. Aber du wolltest da nicht rein. Es tut mir leid. Wir müssen weiter übers Wasser. Haben wir jetzt keine Zeit für. Okay, hier ist noch ein Schiff. Da gehen wir mal kurz rein, hoffentlich. Nichts Interessantes drin, leider. Allerdings könnte das hier interessant sein. Okay, ich glaube, das ist ein... Das ist ein Wassertempel. Und ich möchte jetzt hier nicht... Das war ein... Der hat einen Dreizack gehabt. Der hat einen Dreizack gehabt. Der würfelt noch die ganze Zeit da unten. Alter, wie viele sind denn das? Ich hab ihn aber erst nicht... Ah, er hat den Dreizack nicht gedroppt. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Aber unsere Mission ist jetzt erstmal eine andere. Wir wollen zum
Endportal, verdammt nochmal. Also hier schon mal der Tipp, einfach nicht zu häufig diese Dinger werfen und gucken, wann sich die Richtung ändert. So ist jetzt erstmal meine Devise. Oh, ist jetzt einer von unseren verschollenen Bibliothekaren hier oder was? Immer noch geradeaus. Oder war das jetzt ein Hinweis, dass als er nochmal runtergegangen ist, dass wir jetzt hier sind, am richtigen Punkt? Mal gucken. Nö, scheinbar nicht. Okay, tatsächlich sind wir zu weit gelaufen. Andere Richtung, sagt er uns jetzt. Sehr schön. Wir kommen also näher. Ich freue mich. Wir müssen ganz nah sein. Ich habe gerade nochmal geworfen. Irgendwo schräg hier muss es sein. Relativ nah müssen wir jetzt sein. Leider wieder kaputt gegangen. Okay, es scheint hier irgendwie zu sein, weil wenn ich die Kugeln schmeiße, so zwickt sie dahin. Wir probieren das mal aus. Andere Seite. Tatsächlich, wir gehen jetzt mal hier runter. Auch wenn das nicht ganz so geil ist, jetzt so hoch hier runter zu gehen, aber wir gehen rein. Das müsste es sein eigentlich. Tatsächlich. Hammer. Hammer. Hammer! Oh, wie geil, ich freue mich. Das erste Mal jetzt hier drin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir schön alles erkunden. Wir haben leider auch ein paar Perlen jetzt verloren und haben nur noch 10. Ich hoffe, dass wir genügend haben. Wäre sonst richtig, richtig ärgerlich. Markieren uns mal den Raum. Ruhig auch von beiden Seiten. So, hier haben wir schon mal einen Apfel. Silber. Nehmen wir mit. Bin so gespannt, ich war hier noch nie drin. So, ja, super. Hier ist nichts. Sehr schön. Hier ist auch nichts drin. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, es gibt hier keine Fallen drin. Hier vorne sind Bücher. Das heißt, hier muss irgendwo diese Bibliothek sein. Die kenne ich auf jeden Fall. Das sieht hier ehrlich gesagt ziemlich verdächtig aus, dieses Bauwerk da. Hier ist die Bibliothek. Sehr schön. Da ist, glaube ich, ein Spinnenspawner. Kann das sein, dass da wieder die Giftspinnen drin sind? Nö. Hier sind keine Spinnenspawner und auch keine Kisten, kein gar nichts drin, komischerweise. Wir könnten theoretisch die ganzen Bücher mitnehmen, die ganzen Bücherregale. Vielleicht bräuchten wir dann eine Silk-Touch-Axt für. Können wir richtig viel Smaragde mitmachen. Weil wir haben ja einige Bibliothekare, die einfach die Bücher tauschen gegen Smaragde. Und da ist ja immer, sind ja immer 3 Bücher drin. Machen wir auf jeden Fall nochmal. Nur jetzt ist der Inventarplatz dann zu gering dafür. Jetzt wird es mal langsam interessant. Die ersten Mobs kommen. Wir haben noch mehr Enderperlen. Bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir keinen Staub dabei haben. Erster Enderman, der uns begegnet. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf später. Wieder eine Sackgasse. Okay, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, aber ich habe das Portal noch nicht gefunden. Bis jetzt muss ich sagen, dass die Netherfestung 1000-mal cooler war als das hier. Diamant-Harnisch, das ist ja krass. Ach, zumindest mal wieder ein paar Skelette hier. Wieder eine Sackgasse. Leider finden wir das Portal noch nicht. Da hinten geht es noch weiter. Wir müssen auch mal ganz klar sagen, dass jetzt hier so mobtechnisch auch gar nichts abgeht. Zu meinem Bedauern. Also mir wurde schon gesagt, dass das End nicht so krass sein soll, tatsächlich. Aber ich hätte doch schon erwartet, dass dann, ja, hier ein bisschen mehr Spannung in der Bude ist. Jetzt haben wir hier nochmal so ein Gebilde. Vielleicht war da doch eine Kiste. Scheint mir irgendwie so, als wäre hier ein Zombie-Spawner über uns. Ganz viele Bücher, Unendlichkeit und Band 4. Mal gucken, wo es jetzt hier lang geht. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, von wo wir kommen. Aber auch das Thema hat sich gerade erledigt. Wir sind wieder im Kreis gelaufen. Und eigentlich müsste das Portal hier irgendwo sein, weil ich höre die ganze Zeit. Also es sind die ganze Zeit Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Und ich weiß, dass am Endportal ein Spawner ist mit Silberfischen. Ich buddel mich jetzt einfach mal hier irgendwie durch. In der Hoffnung, dass wir irgendwo rauskommen. Oh, Alter, ich dachte gerade, da explodiert ein Dings neben mir. Das ist jetzt eine Spinne. Aber auch Silberfische machen Geräusche, bin ich der Meinung. Hier waren wir aber schon überall und mir ist es, wie gesagt, aufgefallen, dass irgendwo diese Geräusche herkommen. Hier geht's noch weiter rein. Zu den Skelettmännern, zu den Freundlichen. Ja, irgendwie scheint der Stronghold nicht so der geilste zu sein, den wir hier gefunden haben. Ach, Moment mal, ich bin so blöd. Da oben ist die Lava. Wir hören hier in der Nähe die ganze Zeit die Viecher. Das kann eigentlich nur eins bedeuten. Ey, ja, du kleines Mistvieh. Ey, weg mit dir. Ey, nicht schon wieder du. So, da sind wir doch. Da sind wir doch dabei, doch. Silberfische. Ja, sehr schön, haben wir abgebaut. Geh weg. Sag mal, was ist denn, warum sind denn das so viele? Ich denke, ich habe die in den Spawner abgebaut hier. Die sind hier in dem ganzen Ding. Was geht denn ab? Gibt's da noch einen von? Oder machen die Steine einfach so kaputt? Verdammt. Alle raus. Kann doch nicht wahr sein, dass ich hier gegen Silberfische... Was ist denn los? Warum? Da ist doch wieder einer. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht ganz, warum hier die ganze Zeit die Viecher spawnen. Kannst du mir nicht erklären. Gut. Nee, ist nicht gut. Gesamte Lava ist weg, die sind immer noch da, hat damit also nichts zu tun. Ich denke, es sind einfach diese kaputten, brüchigen Steine hier. Okay, gut. Mal ganz ruhig. Es steckt keine einzige Perle und wir brauchen 12? Was ist hier, was ist denn das? Was war das? Ja, wir machen erstmal die hier rein. Ja, das Problem ist, mir fehlen jetzt tatsächlich 2 von diesen blöden Augen. Kann sie nicht herstellen. Nützt alles nichts, so. Ich mache jetzt einfach ein paar mehr wieder. Ich mache jetzt alle 5. Ist mir egal. Und wieder den ganzen Weg schön einmal zurück. Ich würde mal ganz kurz festhalten, hier ist der Platz, wo wir reingekommen sind. Und ich habe die ganze Zeit dieses blöde Portal gesucht. Einmal hier rechts rum. Zack, ist das Portal da. Wie dem auch sei. Letzte Perle geht rein. Hui!
es wird so nice. Es wird so nice. Es wird so nice. Und unten sieht man nichts, aber es wird so nice. Hey Leute, ich würde sagen, ich springe da gleich rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal sehr weiter. Ansonsten sehen wir uns Mittwoch wieder um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.